Hallo und herzlich willkommen bei 3 vs. Shot und zwar mit Mr. Zogger. Moin. Und Markus. Grüßt euch. Und wir sind im Anflug, 4 Kilometer und sind gespannt, was du uns da alles vorbereitet hast. Vorbereitet? Jetzt auch noch Erwartungshaltung? Selbstverständlich. Ja. Hier wurde so viel angeteasert, da... Oh, da ist noch eine Windturbine, die brauchen wir nicht. Wir sind gespannt. Wenn wir schon so viel hätten wie Windturbinen. Ja. Tausche Windturbine gegen Wasserstofftank. Ich meine, rein theoretisch, mit dem Ding könntest du halt rumfliegen und schauen, ob du irgendwas siehst, was einen hat. Ja, ja, mach ich gerade. Überall, wo Signale aufploppen, da flitze ich schnell hin. Ja, oder teilweise halt einfach, wo noch was steht ohne Signale. Es sind ja noch ein paar auch alte Gebäude in der Welt noch unterwegs. Das stimmt, ja. Aber was man hier auch ganz schön machen können ist, ich glaube, wenn da der Kran ist, müsste ich nur mal kurz aufsteigen, aufs Dach springen und dann könnte ich mir von nahem angucken, was da eigentlich an dem Ding dranhängt. Ja. Ein großer Rotor ist hier drin. Ich habe nicht so viel Bremsschub, geht gleich weiter. Aber was ist unter dem Rotor? Sieht aus wie eine Batterie. Ich fahr mal ganz nah ran, mal gucken, ob wir was erkennen können. Sieht auf jeden Fall nicht aus wie ein Assembler, ist ein Frachtcontainer. Schon wieder ein Container, ja. Ja. Ist natürlich... Soll ich dich mal oben rauslassen? Soll ich dich lieber unten rauslassen? Gut, das funktioniert. Aber auf jeden Fall haben wir wahrscheinlich hinten im Ding wieder die kleine Batterie drin, die mittlere Batterie, die wir abgreifen können, wenn wir das ein bisschen gut machen. Und wir könnten aus dem Cockpit noch die 15 Gitter rausholen. Oh ja, die sind natürlich sehr wertvoll. Ja. Was ist das denn hier? So, bei mir jetzt in der Ansicht. Leiter klettern, richtig. Und noch eine Strebe und noch eine Strebe und noch eine Strebe und noch eine Strebe und noch eine Strebe. Es war deine Chance, sogar oben die Leiter wegzuflexen. Ja, ich hatte es kurz überlegt, aber nein, ich fäll lieber gleich den Mast. Ich wollte gerade sagen, das ist nicht sein Stil. Sein Stil ist, der ganze Kran wird umgenietet. Ja. Bitte sag vorher Bescheid. Das Fluggerät hängt nämlich direkt darunter. Wir haben Wasserstofftriebwerk hier auf dem kleinen Kran. Was? Ein kleines Wasserstofftriebwerk. Oh, das ist sexy. Hast du das Cockpit schon zerflext oder was? Ja, die Teile habe ich schon. Sehr cool. Okay, die Wasserstofftanks, die sehen nicht mehr so gut aus. Ich pack das mal bei dir ins Flugzeug hier. Die Teile packe ich mal alles in den Connector mit rein. Mhm. Okay, das ist eine Platte, okay. Und ich schmeiß das Wasserstofftriebwerk bei dir hinten auf die Ladefläche. Ich glaube, ja, du hast eine Magnetplatte. Jo, musste nur aktivieren, die ist. Jo. Hast du in die Gebäude schon geguckt? Nur einmal ganz, ganz kurz durchgeguckt. Ah, okay. Aber nicht wirklich genau. Kalmeitroppe, das ist schon wieder... Das ist nicht gut für meine alten Nerven hier. Also ich bin hier gerade exakt an der Rundung vom Rotor, wo ich irgendwie runterspringen kann, runtergehüpft. Mhm. Und sitze jetzt hier natürlich mal wieder neben der kleinen Batterie und ja. Das ist doch kein Problem. Ja, ein paar sehr beruhigenden Warheads. Oh, das ist vielleicht ein Problem. Noch sind sie nicht in die Luft geflogen. Einer ist weg. Zweiter ist weg. Das ist gut. Das kommt gleich wieder meine Lieblingsbeschäftigung. Na?
Smallgrid-Batterien hacken und auslösen. Ich sehe dich da. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, weil das Ding hängt am Rotor. Der Rotor hängt... Naja, alles gut, den kann ich noch wegmachen. So, und jetzt wieder ganz vorsichtig. Träumchen, wir haben eine kleine Batterie gehackt. Oh. Ich habe noch mit letzter Kraft die Batterie in die Luft gehalten, damit sie nicht auf den Boden aufklatscht. Sie ist auch, glaube ich, vollständig intakt. Yes. Ui. Sie leuchtet auf jeden Fall noch grün. Aber dass das Ding dann plötzlich gelöst hat, ne? War eigentlich noch am Rotor befestigt. Ich muss die Batterie ablösen. Ah, okay. Alter, ich komm kaum voran. Mit einem Triebwerk ist, muss die bei dir auf dem Rover parken, Zocker. Ja, mach das. Alles. Obwohl, gut. Du könntest oder so eine gebrauchen wahrscheinlich, ne? Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber... Boah, schmeiß mal drauf. Ich schmeiß erstmal drauf, ich lock die jetzt aber nicht. Ich fliege jetzt nochmal ein bisschen rum und... Guck ein paar Wracks an, oder soll ich, Markus, soll ich dich wieder einsammeln? Willst du bei Zogger gleich mitfahren? Ich glaube, ich kann auch bei Zogger mitfahren. Ich weiß nicht, ob er ein Sofa hat. Ich wollte aber auf jeden Fall... Das lässt sich schnell machen, das kann ich machen. Du hast ein zweites Cockpit. Noch besser. Stimmt. Wir haben den ja irgendwie total übertrieben mit zwei Cockpits gebaut. In weiser Voraussicht, ja. Mhm. Okay, ich jag mal hier über die Dünen. Wo kommt das mit diesem professionellen Gameplay plötzlich her? Wurden wir ausgetauscht? Sind wir AI? Reptilienmenschen. Chinesische neue AI-Roboter. Mhm. Ja, ich sag mal so verwirrt, wie Leute darauf reagiert haben, als ich plötzlich meine Kopfhörer mal irgendwie aus Sommerhitzegründen durch In-Ear-Kopfhörer getauscht habe. Von wegen, der hat Ohren. Das geht ja gar nicht. Ja, ne? Was denn hier? Ja, und richtig verwirrt waren sie dann, als ich einen kleinen Zusammenschnitt von irgendeiner Drohnenflugaktion irgendwo auf dem Acker auf dem Discord gepostet habe und die Leute dann auch feststellen mussten, der hat nicht nur Ohren, der hat sogar tatsächlich zwei Beine und einen Körper. Das ist hat schon Beine. Verrückt. Ja, da war es dann richtig vorbei. Verständlich. Ja, Frachtcontainer. Ja, weil wie man ja eigentlich weiß, der durchschnittliche YouTuber besteht eigentlich nur aus Schultern, Kopf und Mausarm. Muss auch reichen. Richtig, man muss ja sparen. Okay, ich mag das hier mal. Wo packe ich jetzt hier noch Sachen hin? Ich habe keinen Platz mehr. Ach. Du hast keinen Platz mehr? Ich bringe dir Platz. Ich bringe dir Platz. Was? Ich bringe jetzt Platz vorbei. Wir könnten auch den Platz vom Kran runtersägen, aber ich weiß nicht, ob wir den fertig machen können. Boah. Du meinst wahrscheinlich nicht fällen. Nee, oh. Das enttäuscht mich jetzt hart. Ich bringe dir einen Frachtcontainer. Genau, aber hier ist noch die Batterie, die ich mitnehmen wollte. Und hier ist ein Bohrer, aber den brauchen wir nicht, oder? Nö, können wir auch selber bauen. Abgesehen davon, wofür. Hat der Metal Grids? Nein, leider nicht. Nee, im Small Grid, nee, im Large Grid glaube ich auch nicht, ne? Mhm. Ja, vielleicht sind hier hinten noch kleine Container. Conveyor, nee. Conveyor, noch ein Conveyor, okay, das ist relativ wertlos. So, ich parke bei dem Rover einen Frachtcontainer. Dann kannst du da Teile reinschmeißen. Sehr schön. Die war nicht gelockt, die habe ich nur raufgeschmissen. Kann es sein, dass hier noch ein paar Stahlplatten fehlen? Also Magnetplatten.
Ja, weil er hat keine. War nur eine, glaube ich, drauf. Joa. Wir hatten wir noch nicht draufgesetzt. Hier sind drei kleine Hydrogentanks. Das ist doch schon mal super. Das ist gut, ja. Ja, ne? Da mal schauen, was wir noch so haben. So, Batterien sind gesichert. Sehr gut. Ist doch schön, dass wir den ganzen Tag über einen Sandsturm hatten und jetzt, wo es Nacht ist, alles dunkel wieder, kein Sandsturm. Natürlich. Ja, zum Glück, aber wir sind gefühlt immer nur im Dunkeln unterwegs. Ja, schon. Der Container hat ein kleines Problem, der ist so schwer, dass man nicht mehr heben kann. Oh. Ja gut, den kannst du uns wieder abholen. Ja. Guck grad, was ich hier noch gefunden habe. Oh oh. Ja, okay. Hat sich wieder gefangen, das Spiel. So, was haben wir denn hier noch? Hast du einen Wasserstofftank? Nein. Aber hey, wir haben noch ein kleines Triebwerk, das ist schon mal ganz cool. Ja, das löst schon mal ein kleineres Problem. Ja, auf jeden Fall in eine Richtung. Ich pace nochmal durch die Wüste hier. Ich sehe schon, die Hinges und der Rotor sind auch schon fachgerecht zerlegt. Hat jemand schon mal einen großen Wasserstofftank gefunden? Ja. Nee. Also jetzt nicht in diesem Spiel. Ja, ja, wobei, ja. Aber allgemein? Allgemein findest du die bei Lagerhallen. Also es gibt ein paar Varianten von den Lagerhallen und eine davon, da parkt irgendwie so ein Truck drin und der hat einen auf dem Rücken. Okay. Dann gibt es einen großen Flatbed-Truck, den haben wir auch schon mal gefunden. In unserem Fall waren, glaube ich, Solarzellen drin, kleine. Ja. Der kann auch ein Wasserstoffding hinten dran haben. Und ansonsten, glaube ich, gab es noch irgendeinen Zugwaggon, auf dem einer war. Bist du einer? Nee. Oh Mann, das wäre schön gewesen. Hinweis, der Rover ist rot, den du suchst. Also der kann sogar auch, glaube ich, ein freier Wildbahn spawnen ohne Halle drumrum. Okay. So, was bist du? Okay, ich muss jetzt erstmal nach oben gucken. Es sieht irgendwie... Es könnte ein Frachtcontainer sein, es könnte aber auch was anderes sein. Hier hat man auch nichts Spannendes mehr. Ne. So, Mist. Okay, Container ist voll. Ich hoffe, ich kann ihn noch transportieren. Ja, klar. Die Wasserstofftanks sind leider alle leer. Schade. Ich glaube, die müssen wir tragen können. Ja, das geht. Die wiegen nichts. Warte, ihr kriegt gleich ein GPS. Könnten versuchen, ob wir den Container das weiter hoch auf die Magnetplatte kriegen. Ihr habt euch den GPS noch nicht angeguckt, ne? Ihr solltet euch den angucken. Achso. Okay. Okay. Auf einem Zug. Nice. Wir haben einen großen Wasserstofftank. Wir wissen, wo einer ist. Haben würde ich erst... Ja, der hat auch nicht mehr viele Teile. Ja, das Problem ist nur, wir kriegen den Medium-Cargo-Container hier nicht mehr auf den Rover hoch. Ich komme, ich schmeiß euch den auf den Rover.
Und dann müssen wir den da irgendwie rausoperieren. Wo seid ihr? Da seid ihr. Ich bin unterwegs. Rausoperieren trifft es an der Stelle, glaube ich, ziemlich gut. Ich glaube, das ist nicht so schwer, aber ich glaube, der ist relativ vom Gewicht her relativ schwer. Der Tank? Nö, der ist nicht schwer. Den okay. Kannst du von Hand tragen. Achso, weil der so viele Teile drin hat. Nee, der hat so viel Auftrieb. Ja, ist ein Punkt. Sind alle Platten gelockt? Sollten. Die eine da hinten. Grün? Sind alle grün. Okay, weil die Batterie sich bewegt hatte. Die war da so am Rumwackeln die ganze Zeit. Na, verstehe, okay. So, mal kurz nachtanken. Energietechnisch bin ich mich gerade ein bisschen am unteren Ende angesiedelt gewesen. Und ja, was eigentlich ist mit dem Kran? Du darfst. Oh, sehr schön. Ja, Rover ist weit genug weg. Ja. Ja, ich habe den extra weit weg gestellt. Das wäre so schade drum, also bitte. Geht ja nicht. Der dürfte jetzt wahrscheinlich ein bisschen frontlastig sein, schätze ich. Ja. Das war der Container. Herrlich. Kennst du noch dieses, ich vergesse immer, wie es hieß, auf dem N64 gab es doch damals dieses Spiel, wo man einfach nur alles kaputt machen musste. Ja. Du weißt, was ich meine, ne? Ja, wie hieß das? Ich komme nicht mehr drauf. War es was mit Demolition? Ich bin mir nicht sicher. Das ist zu lange her. Ich bin mir auch nicht mehr sicher. Das war irgendwie dieses Ding, wo irgendwie so eine kurz vorm explodierenden Bombe musste irgendwie durch irgendwas durchgebracht werden. Du musstest vorher den Weg dafür freimachen. Zum Bleistift, ja. Yep, sieht gut aus. Sieht gut aus. Runter damit. Warte mal. Ich muss das Fahrwerk noch auf meine Hotbar kriegen. Aber wenn du ihn schon dran hast, wäre es nicht praktischer, wenn du ihn wegfliegst? Ich kann mich kaum damit bewegen. Achso, okay. Ja, schade. Der ist sehr schwer. Ich habe kaum Schub in alle Richtungen. Also hochheben ist kein Ding, aber navigieren damit ist schwierig. Na dann. Und ich fürchte, wir sollten auf zum Wasserstofftank. Jo, achso, dann fahre ich jetzt hier. Oder wie machen wir es? Das ist mir egal. Kannst du mitfliegen, kannst du mitfahren. Wie du möchtest. Dann fahren wir halt. Oh Gott, dieser Rover ist spannend. Ja, einer der besten. Hm. Der ist aus von drei guten Leuten gebaut worden. Das ist richtig. Ich bin mal gespannt. Ich lasse ja gerade Markus fahren. Mal gucken, was passiert. Aha. Okay, das Gelände wird gleich besser. Es wird düniger auf jeden Fall. Mein Jetpack funktioniert noch. Ich kann mich sonst zur Not retten, hoffe ich. Ach stimmt. Nee, warte mal. Jetpack hat man doch im Dank-Szenario ausgeschaltet. Nee. Doch. Ja, klar. Ist halt nur sehr schwach. Jo. Also ja. Nicht ganz ausgeschaltet, reicht. Du kannst immer nur mit rumfliegen. Vielleicht kannst du mit surfen, wenn du genug Geschwindigkeit hast. Ja. Aber ich meine, hey, du hast immerhin Trägheitsdämpfer. Das stimmt, ja. Ist auch von Vorteil. Ja. So. Ja, wenn man einmal ohne gespielt hat, beziehungsweise zwangsgespielt hat, dann freut man sich auch wieder über die kleinen Dinge. Ja, Trägheitsdämpfer sind sehr wichtig. So. Oh, ich dachte schon, das Ding wäre weg. Sollte eigentlich nicht. Das Szenario hat ja eigentlich den Trash Cleanup deaktiviert. Ja, aber du weißt ja, Space Engineers sollte eigentlich. Ja, richtig, sollte eigentlich, ist dann aber doch nicht so. Yep. Können wir jetzt eigentlich einen Kaffee holen oder sowas? Das ist richtig. Du hast noch 2,5 Kilometer fallend. Ich glaube, er ist schon weg. Losgerannt. Ich glaub, vor seinem Rechner sitzt jetzt einfach nur so ein Bürostuhl, der sich halt jetzt noch so hoffnungslos in seine eigene Achse dreht. Meinst du, ja? Und so dieser obligatorische Strohballen, der so durch die Gegend weht. Genau. Naja, das wäre jetzt zu weit. Jetzt müsste ich einmal komplett runtertapern ins Erdgeschoss. Ah, oh, nee, das ist. Nee. Alles Aufwand.
Ich sehe schon, der Trend geht zum Vollautomaten im Aufnahmestudio. Nein, ich möchte nicht zwei davon haben. Einer reicht. Stimmt, weil erfahrungsgemäß immer dann, wenn du einen Kaffee haben willst, hast du zwei Maschinen, die dann jammern. Bohnenbehälter leer, Satzbehälter voll, Wasser nachfüllen. Wasserfilter muss ausgetauscht werden. Wasserfilter muss getauscht werden, Entkalkung notwendig und Abtropfbehälter leeren. Genau, das ist so, nee. Und das grundsätzlich erfahrungsgemäß immer genau dann, wenn du am dringendsten einen Kaffee ziehen willst. Mhm. Deshalb, nee, das ist mit einer ist das schon okay. Das ist dann vom Aufwand her noch vertretbar. Aus diesem Grund bin ich auch übrigens der Ansicht, dass die Bezeichnung Kaffee-Vollautomat ein ziemlicher Euphemismus ist. Korrekt wäre Kaffee-Voll-Leerautomat. Ja, also irgendwie ist es relativ unkomfortabel. Also eine einfache, billige Kaffeemaschine hat nicht so viel Aufwand wie dieses Ding. Das stimmt. Allerdings hat die einfache, billige Kaffeemaschine auch kein wunderschönes Latte Macchiato-Programm. Ja, okay, das mag nun auch stimmen. Also tatsächlich, ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt nicht, ob das auf Dauer gesund ist, aber ich trümmere mir so am Tag durchaus und so während der Arbeit so meine 4-5 Cappuccino rein. Ich bin genau bei 0. Ich trinke gar keinen Kaffee. Okay, ja, das gibt's auch. die seltene Rasse. Habe ich jetzt jahrelang Tatsache gemacht und habe mir jetzt vor kurzem erst wieder eine Kaffeemaschine zugelegt und ich bin so vielleicht bei einem aktuell am Tag. Ja. Weil ich konnte das jetzt jahrelang nicht trinken. Das war dann irgendwie so, irgendwie. Ja, es führt halt irgendwie gefühlt bei mir dazu, dass ich halt eben irgendwie weder frühstücken noch irgendwie Mittag esse, sondern halt einfach nur meine 4 Kaffee am Tag trinke, das und dann anschließend, gibt's noch ein bisschen Abendessen. Ja, der Tank ist natürlich leer und ich habe, glaube ich, vorhin 300.000 geschätzt, es sind 500.000 Liter. Naja. Aber egal, wir haben einen gefunden. Tank ist gelöst. Ich hab den nur plötzlich rollen sehen. Alles gut, ich lasse ihn kontrolliert ab. Ja, ich hab ihn. Tschüss. Hui! Soll ich den transportieren? Ja, bitte. Yay! Yay! Wo Basis? Ja, wir fahren zurück zur Basis, ne? Mhm. Hab ich den GPS-Punkt? Ne, hab ich ausgeblendet. Wo ist es denn? Home. Da. Was ich auch so schön finde, bei Fahrzeugen mit zwei Cockpits ist es jedes Mal ein Lottospiel, wer jetzt der Fahrer ist. Außer du machst Hauptcockpit an. Ja, das habe ich jetzt gerade gemacht, weil das hatte ich jetzt nicht und das ist halt immer Irritation pur, finde ich, ne? Ja. Fahren wir über die Berge? Komm, wir machen hier Vollspeed. Unlimited. Das ich komme kaum hinterher. Es war schön, euch gekannt zu haben. Ich komme gar nicht hinterher. Ich bin auf 80 Meter und jetzt zieht noch weg. Ja, naja, jetzt überhole ich. Ja, ich mache jetzt lieber langsam. Ich hatte keine Chance, hinterher zu kommen. Ja, wobei, da rechts ist so ein Abandoned Settlement. Komm, wenn wir schon unterwegs sind. Ich fliege auf jeden Fall zurück und bringe das Ding. Ja, tu das. Hoffentlich sicher zurück. Sehen wäre jetzt schon nicht schlecht, ne? Ja, schon. Ich meine, wir. Hat der nicht mal zwei Lampen gehabt? Ja, jetzt wo du es sagst. Faszinierend. Wir müssen, glaube ich, aber irgendwann mal links abbiegen, wenn wir zur Basis wollen. Ja, ich hatte hier dieses Abandoned Settlement gesehen. Ach so. Das habe ich gerade nicht auf dem Radar. 5 Kilometer Entfernung war das. Ja, da kann man noch mal gucken, ob da noch was Feines am Start ist. Genau. So. Marodierend hier durch die Wüste ziehen. Brandschatzen, plündern. So die schönen Dinge im Leben, ne? Das, was das Mittelalter so mitgegeben hat. Genau, Best of Mittelalter. Ja. Oder einfach mal schön Kreuzzug. Deus Vult!
Ja, also die lustigen Sachen macht die Kirche irgendwie nicht mehr, ne? Die macht jetzt nur dieses Doofe mit ja, Geld. Die lustigen und so Sachen. Ja, und vor allem ganz schlimm Hostie. Ja. So diese Dorffeste früher, ne? Hexenverbrennung, Hexenstuhl und sowas. Alles weg. Da kam man noch zusammen, ne? Ja, da gab es auch so eine Gemeinschaft, weißt du? Genau, genau, ja. Und wie das ganze Dorf zusammengehalten hat, wenn man plötzlich der Inquisitor vor die Tür kam. Ja. Ja, so schön, konnte man einfach nicht zusammenzittern. Ach, ist schon schade, wie sie das heute entwickelt hat. Aber ich habe mal irgendwas gehört, ich bin mir nicht sicher, ob es stimmt, aber angeblich würde die katholische Kirche sogar wieder verstärkt Missionare nach Deutschland schicken. Hm, okay. Na, für Linienmitglieder ohne Ende, ne? An die Kindergärten oder was? gute Frage. Nee, aber tatsächlich, und das ist sogar lustigerweise, das ist sogar tatsächlich Fakt, kam irgendwann, ich glaube letztes Jahr war es, kam Artikel raus, stand drin. Ja, und dieses Jahr hat der Allgemeine Deutsche Automobilclub zum ersten Mal mehr Mitglieder als die katholische Kirche in Deutschland. Wenig verwunderlich, würde ich sagen. Ja, ist irgendwie nicht, ne? Irgendwie nicht. Auch sehr schön fand ich, was hatte ich letztes Mal irgendwie gelesen, das ist noch gar nicht so lange her, glaube ein halbes Jahr oder so. War wohl irgendwo in Österreich, hat ein Pfarrer auf dem Kirchhof wohl Crystal gekocht. Ach ja. Ich frage mich immer noch, ob er das alleine gemacht hat oder ob die Meth-Diener dabei geholfen haben. Die Meth-Diener? Es ist halt neue Märkte schaffen, ne? Es ist, ja, irgendwo muss Fall. Man ja dann Leute begeistern. Angebot ja, und Nachfrage. Irgendwie musst du deine Gotteserfahrung ja auch kriegen. Ja, guck mal, in indigenen Völkern ist das gang und gäbe, dass man sich irgendwelche Halluzinogene reinpfeift, ja. Ja gut, wobei so eine richtig ordentliche Weihrauchdosis soll auch gar nicht mal so schlecht sein. Wie war das von Mittermeier? Myrrhe und Weihrauch-Junkies? Genau. Der Baum ist übrigens weg, ne? Ich dachte, der wäre einfach freundlich abgebogen. Das wäre auch cool. Finde ich ziemlich intolerant von denen, ja, dass die einfach so rumstehen. Ja, ja. Und irgendwie dann meinen, irgendwie der Platz wäre jetzt ihnen nur, weil sie schon ihr ganzes Leben dastehen. Ja, es ist ziemlich arrogant von denen und überheblich. Ja. Das geht gar nicht, ja. Scheiß Bäume, ja. Ja. Richtig. Ihr seid vollkommen zu Recht ausgetrocknet. Okay, fehlt uns jetzt noch irgendwas? Also irgendwie stand hier eben in 2 Kilometern links, aber ich sehe immer noch nichts. Theoretisch noch mehr Wasserstofftriebwerke. Ein zweiter Tank wäre natürlich auch nice. Ja. Ja. Ja, kommen wir übrigens zurück. Irgendwie sind die Dinger weg. Ja. Also? Ja, erstmal vielleicht auch das, was wir haben, abladen, weil ich meine, das sind immerhin 2 Batterien, von denen eine schon uns gehört, die andere braucht nur noch 5 Power Cells, dann ist die auch am Start. Das wollen wir aber vielleicht wir nicht verlieren. Wir sollten schnell da sein. Das ist nicht unbedingt gut. Das hat keiner gesagt. Ich vermisse auch immer noch mein Triebwerk an dem Teil, ja. Das mit den Flammen ist zwar schon cool, aber... Wir hatten Atmo-Triebwerke über, ne? Ja. Wachs fest. Kannst du gern anmontieren. Vor allem, ich bin mir sicher, die kleinen Batterien finden das richtig gut, wenn ich hier irgendwie schon da unten dieses schöne Mosaik aus Grün und Rot sehe, das da so ein bisschen unter dem Cockpit durchlugt. Was ist das hier? Mephisto. Was da rechts steht, haben wir schon mal geplündert, ne? Sollte farblich gemarkert sein, oder? Da leuchtet es. Es leuchtet, das ist korrekt. Das irritiert mich jetzt etwas. Seit wann leuchten Dinge? Manche Dinge haben Strom. Oh, ja, dann hat er noch welchen. Lass mal nachgucken. Der sieht noch sehr ungeplündert aus. Tja, das hat sich dann gelohnt. Es hat sogar Reifen. Oh, krass. Die könnte man sogar fast nach Hause fahren dann, hä? Naja, auf der anderen Seite ist es ein bisschen eng. Ja. Aber wenn ich es richtig sehe, drin haben wir eine Batterie und einen mittleren Cargo-Container. Hallöchen. Mhm. Eine Schnieke.
So, der Container ist schon mal ausgelöst. Sehr schön. Das heißt, den würde ich mal hier hinten noch aufkleben. Mhm. Vorhin muss ich so ein kleines lang doppelseitiges hier aufstecken. Oh, Wasserstofftanks. Schnieke. Batterie. Da fehlt nur eine Power Cell. Es würde halt wirklich helfen, wenn ihr die mittleren Container erst dann vollstopft mit Scheißdreck. Wenn er drauf ist? Ja. Ich krieg den schon wieder nicht gehoben. Warte, ich mach's schnell. Das ist mit dem Alter so. Da geht nicht mehr alles hoch. Ja, gibt's Tabletten für, ne? Das soll auch das Schlusswort für heute gewesen sein. Sehr schön. Besser ist das, besser ist das. Dann würde ich sagen, wir haben einiges heute gefunden. Ja. Hören uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao. Ciao.